Lektion 73. Ich will das Licht werde. Und dieser Wille in mir, in uns, in dir, den Willen des Licht werde, dass all das, was aus dem Ego heraus hier gedacht, getan, was der scheinbare Wille ist, dass ich gewinne und alle anderen verlieren müssen. Dass es nur um mein Wohlergehen geht als getrenntes Wesen in Separation und alle anderen mir das vielleicht wieder wegnehmen wollen und all diese Ideen im Ego, unter denen wir leiden, weil alles, was im Ego geschieht und im Willen, und das wird niemals mit anderen, mit allen geteilt werden, nur mit einigen Besonderen, wenn überhaupt. Und ich entscheide mich in meinem Geist, wir entscheiden in unserem Geist, worauf wir schauen, wie wir schauen. Und wenn ich in dieser Angst, in diesem Angstgedanken bleibe, kann ich nur das Dunkel sehen, kann ich nur die Gefahr da draußen sehen. Es ist nichts anderes möglich. Und die Lektion heute, ich will das Licht werde. Weil das ist, was ich im Heiligen Geist teile mit allen anderen. In der Erkenntnis und erstmal auf dem Weg der Erinnerung, oder in dem Moment, dass wir wirklich alle sicher in der Liebe Gottes sind. Dass ich meinen Geisteszustand da draußen sehe. Und dass dieses Licht, was da ja auch steht, das Licht des Himmels hier rein scheint, weil die Trennung nicht stattgefunden hat und das, was ja korrigiert wird, ist ja meine Fehlschöpfung, dass die Wirklichkeit haben kann und hat. Ich will das Licht werde. Ich will mir die Trennung nicht länger beweisen. Ich will nicht länger alle dazu benutzen, um mich zu verletzen. Ich will das Licht werde, weil das unsere gemeinsame Erinnerung ist. Und was hier steht, eitle Wünsche und Groll sind Partner oder Miterzeuger beim Entwerfen der Welt, die du siehst. Und die Wünsche des Egos, besonders zu sein, erfolgreicher als alle anderen, besonderer als alle anderen und. All diese Wünsche bringen mich in meinem Geist dahin, dass Groll und Angst da ist, dass mir das genommen werden kann. Und schon allein der Wunsch macht, dass ich andere wahrnehme, denen es nicht so gut geht wie mir. Und was Vergebung ja macht, ist, dass mein Geist, mein Denken, dass all das erlöst wird, aufgelöst wird, wenn ich nicht mehr Recht haben will mit den Bildern im Außen, wenn ich bereit bin, nur für einen Moment den Willen Gottes da sein zu lassen, in mir, und da es mein wirklicher, mein natürlicher Wille ist, ist in dem mein Glück und ist in dem meine Entspannung und ist in dem die Freude, die mit allen geteilt wird und werden will. Dann gibt's nichts zu fürchten, weil ich weiß, dass ich mich und alle anderen hier, dass wir in der Erinnerung sind,
im reinen Geist zu sein, niemals getrennt. Und jetzt gegenwärtig in der Erinnerung, ich will das Licht werde und ich, wenn ich erfahre, heute auch in der Stille immer wieder, dass dieses Licht in meinem Geist ist. Wenn ich es da sein lasse, den Willen Gottes in mir, der mein wirklicher Wille ist. Danke, danke dafür. Ja, ich will das Licht werde. Dunkelheit ist nicht mein Wille. Uns das heute klar zu machen, wenn Groll aufkommt und es sowieso zu wiederholen heute. Das sollte mehrmals stündlich wiederholt werden. Ich will das Licht werde. Weil das, ja, weil in dieser Freude und in dieser Gegenwärtigkeit, das ist unser wahres Selbst. In dem sind wir, wer und wie wir sind. Und danke, danke für dieses Üben. Alles voller Liebe.